Okay, das also das, was wir heute erreichen wollen, ein möglichst weit, so weit aufgebautes Centerplate mit allen Komponenten. Das ist scharf bekommen, so. Akkus angeschlossen und es gibt nur blinkende Informationen und kein Rauch, der aufsteigt. Ich habe jetzt den Frame insofern vorbereitet auf den Einbau des PDB. Ich habe hier vier Standoffs. Das sind solche 15 mm Kunststoff. Die habe ich also hier befestigt, von unten mit einer Kunststoffschraube festgeschraubt. Dann die Kabel hier so ein bisschen sortiert. Positiv, Ground und hier die Anschlüsse für die ESCs, die Steuersignale. Das ist ein bisschen krumm, die werden wir nachher wieder alles machen. Und den PDB habe ich auch vorbereitet. Ich habe hier das Anschlusskabel für den Akku angelötet. Das war ein bisschen mühselig mit den dicken Kabeln hier. Ich habe hier ein ABG10. XT90 Stecker und hier habe ich mal prophylaktisch zwei jeweils Plus und Minus an die 5 Volt und an die 12 Volt angelötet, am Ende noch nicht abisoliert, die können wir dann entsprechend universell gebrauchen, eventuell für die Videotechnik oder ja, ich weiß noch nicht für was, aber man kommt halt nachher schlecht dran, wenn dann schlussendlich der Pixhawk hier oben drauf sitzt mit einer Zwischenplatte und mit solchen Antivibrationsgummis dazwischen und dann wird es, wie gesagt, schwierig hier noch das zu machen, ohne wieder viel abbauen zu müssen. So, der PDB kommt dann hier so dran. Ich mache hier immer noch keine Verschraubung drauf. Und jetzt können wir hier entsprechend die ganzen Kabeln anlöten. Die kommen jeweils auf die Plusseite, die roten Kabel, und die schwarzen kommen hier auf die Ground-Seite. Dabei ist es egal, wo ich die anlöte, da diese Lötpads sowieso alle miteinander verbunden sind. Dementsprechend, ich muss es jetzt nicht in einer bestimmten Reihenfolge hier anlöten. So, das werde ich jetzt erstmal machen und dann sehen wir uns wieder. Das dauert ein bisschen. Wie gesagt, ich muss die alle vorverzinnen, die Lötpads. Die Kabel hier, na, die scheinen verlötet, vorverzinnt zu sein. Die brauche ich nicht zu. Brauche ich nichts zu machen, aber ich die Pads verzinnen und dann die Kabel hier entsprechend dran machen. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt hier die Kabel verlötet. Und jetzt befestige ich das PDB mit Kunststoffmuttern. Da ist immer wichtig, dass sie nicht zu stark angezogen werden. Das sind also solche Sets, die kriegt man halt recht preiswert in China oder auch über Amazon zu kaufen. Okay. Das ist soweit befestigt. Wie gesagt, die hier, die, da kümmere ich mich später drum. Hier sind die Anschlüsse. Hier gerade noch. So,
Es kommt später schon nach unten, weil der Akku kommt ja unten hin. Und jetzt muss noch diese Trägerplatte für den Kicksorg mit solchen blauen Dämpfungsgummis befestigt werden. Deshalb also alles, was da verlötet werden muss oder zumindest mal sollte, machen, bevor man diese Trägerplatte befestigt. Diese Gummis sind halt dafür da, dass nachher auch die Schwingungen nicht so auf den Flugcontroller übertragen werden, weil das wiederum für die Beschleunigungsmesser, die hier drin sind, und auch die Lagemesser natürlich von Nachteil ist. So, jetzt muss man die noch hier durchbekommen. So, nach dem Befestigen des Pixhawks auf dem PDB mit diesen vier blauen Schwingungsdämpfern merke ich, dass der Platz definitiv wirklich sehr, sehr begrenzt ist. Und gut, bevor ich da noch drauf eingehe, ich habe übrigens jetzt mal mir hier Beschriftung vorgenommen an den sechs Armen, da ich weiß, wo ist welcher Motor laut dem Pixhawk-System. Das heißt, hier ist 1, hier ist 2, 3, 4, 5 und 6 und jeweils auch dazu geschrieben, ob clockwise oder counterclockwise. Das ist immer ganz praktisch, wenn man das dann sich so schon mal notiert hat. Und ich habe hier die ESC-Anschlüsse, habe ich auch alle markiert, so mit Punkten, hier 3, damit ich weiß, zu welchem Motor die nachher gehören. Und ich weiß, in welchen Anschluss hier an der Seite im Pixhawk die eingesteckt werden. So, aber ansonsten, wie gesagt, Platz ist echt ein Problem, weil ich auch gemerkt habe, ich wollte ja noch das Landegestell hier unten drunter anbringen. Ich fürchte, dafür ist kein Platz. Das werden wir uns aber nachher noch anschauen. Genauso auch für den wie ich den Akku hier anbringe. So, um hier so ein bisschen Platz zu schaffen, bin ich jetzt hingegangen, habe die Komponenten, hier zum Beispiel GPS, auf solche Bastelplatten befestigt. Das ist Schaumstoff, oben und unten jeweils mit dünnem Karton beklebt. Kriegt man fertig zu kaufen. Sind recht stabil, allerdings nicht wasserfest, und da werde ich nachher mal schauen, wie ich die alle anbringe. Hier ist übrigens, dass man das sieht, der Pfeil, also in die Richtung ist vorne. Ich habe es jetzt extra so rum hingestellt, damit man später, wenn ich ein bisschen ranzoome, hier die Beschriftung lesen kann, weil sie sonst auf dem Kopf stehen. Das heißt, ich werde irgendwo den hier anbringen und so fort. Also ich habe das GPS, was ich unterbringen muss. Ich habe hier den Buzzer, also den Signalgeber, und den Switch, um es armen zu können. Ich habe den Empfänger, den klebe ich gleich noch auf so ein Stück hier drauf. Die klebe ich dann jeweils mit doppelseitigem Klebeband hier fest. Ich habe hier noch den Sender für das Transmittersystem. Und ich habe hier schon immer einen Propeller parat liegen, damit ich testen kann, dass das alles genug Platz ist. Wenn ich zum Beispiel hier das GPS anbringe, vermutlich hier,
muss ich halt schauen, dass das nicht den, die Rotation vom Propeller zu sehr stört. Den mache ich noch fest nachher. Muss ich noch einkleben. Was ich jetzt zunächst mal weglasse, ist den Mini-USD. Also, oder ich, wenn ich merke, ich kriege es noch unter, dann mache ich es. Und den I2C-Bus-Erweiterung, die werde ich auch noch anbringen. Das klebe ich allerdings vermutlich hier auf so ein ESC drauf, weil ich ja zwei Anschlüsse brauche. Ich möchte nämlich hier die Erweiterung für die RGB-LED haben und auch zusätzlich den USB-Anschluss noch nach außen gelegt. Das heißt, das wird nachher hier angeschlossen und dann habe ich zum einen den hier dran, der andere Anschluss kommt noch an USB und es wird hier noch das GPS angeschlossen. Genau, das werde ich hier direkt befestigen, weil sonst wieder zu knapp wird. Also das ist wirklich der riesen Nachteil von diesem Frame, dass die Bedingungen hier wirklich sehr eng sind. Okay, dann werde ich mal dran gehen, werde die jeweils hier mit doppelseitigem Klebeband, das habe ich hier schon parat liegen, also entweder das hier von Uhu oder von Patex, ich weiß nicht mehr genau, oder ich habe hier auch noch ein anderes, was das von 3M, was so ein bisschen gedämpft auch noch ist. Also da habe ich genügend Auswahl. Oft haben das, ja, ich sage mal, irgendwelche Supermärkte manchmal im Angebot oder wie auch immer, da hole ich mir das immer. Da gibt es dann unterschiedliche Sorten. Gut, ich befestige die Sachen mal und dann sehen wir uns wieder. Okay, jetzt habe ich die Komponenten hier mal arrangiert auf und um die Centerplate. Das ist alles nicht so einfach, weil es, wie schon mehrmals gesagt, extrem eng ist. Gehen wir nochmal durch, was ich jetzt alles angebracht habe. Ich habe es also nicht verkabelt. Ich habe hier den FR-Sky-Empfänger. Ich habe ja hier den RX6R, der hier zusätzlich zu dem normalen S-Bus-Signal, was er hier rüber rausgibt, noch 6 PWM Ausgänge hat. Ich muss mal schauen, ob ich sie brauche. Normal habe ich gedacht, wenn ich einen Gimbal anbringe, nur im Moment sehe ich da fast keine Chance. Solange ich nicht das Landegestell irgendwie dran bringe, kann ich auch keinen Gimbal dran machen. Sonst wäre vielleicht noch irgendwie umschalten, wenn ich zwei Kameras dran hätte oder so. Also ähnlich wie beim TBS Discovery könnte man hier das nutzen. Ansonsten brauche ich es vielleicht dann doch nicht. Ja, schauen wir mal. Das ist dann der Anschluss vom Empfänger. Die anderen brauche ich nicht als Redundanz und so weiter und so fort. Ich werde also nur den ganz normalen S-Bus, jetzt muss ich wieder überlegen, S-Bus Out brauche ich nur, das ist das weiße Kabel. So, also Empfänger haben wir. Anschließend mache ich gleich noch. Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal hier hin. Da habe ich die Telemetrie jetzt angebracht. Ich kippe es mal ein bisschen, damit man es nochmals dann besser sieht. Ja, okay, so. Also die 433 MHz. Ich glaube 100 Milliwatt ist das ja. Da kann ich die Antenne auch anders drehen. Da will ich schauen, was da die beste Position ist. Telemetrie eben dafür, um unabhängig vom USB-Kabel einerseits beim Kalibrieren zu sein, aber auch um zum Beispiel, wenn der Kopter im Flug ist, in der Luft ist, dass ich dann darüber auf dem Laptop die ganzen Daten sehe.
gehen wir mal hier in der Runde weiter. Da habe ich den E2C oder I2C Bus aufgeklebt. Ich hoffe, dass das keine Störung gibt zum ESC. Wird man mal sehen. Weil ich brauche hier zwei Anschlüsse. Einerseits fürs für die GPS-Einheit mit dem Kompass drin und zum anderen nochmal für die USB-LED-Einheit, zeige ich gleich, die wird hier auch angeschlossen. So, hier habe ich schon mal das Mini-USD aufgeklebt. Mal gucken, wie ich das anschließe. Das werde ich wahrscheinlich erst in zweiter Priorität machen. Dann hier den GPS. Pfeil, wichtig, gleiche Richtung wie der Pixhawk, der Flugcontroller. Problem hier war, es war irgendwie keine Markierung, in welche Richtung eigentlich der orientiert sein muss. Oft ist es so, dass man irgendwo einen kleinen Pfeil hat oder sonst was, war hier aber nicht gewesen. Habe ich es aufgeschraubt und dann nach Analogie, wie es bei anderen GPS-Antennen ist, nehme ich mal an, dass es so angeordnet sein muss. Werden wir auch sehen, ob es klappt. So, haben wir das. Dann geht es hier weiter mit dem Videosender. Das ist auch so ein Quantum von, ich glaube, Hobby King ist der. Habe ich schon mal aufgeklebt mit den Anschlüssen für die Spannungsversorgung. Gelb ist Signal, also Video out. Und die anderen beiden ist für die Spannungsversorgung der Kamera. Die habe ich noch nicht dran. Da ich jetzt erstmal Wert drauf lege, dass die Kernkomponenten dran sind. Und die werde ich auch später oder gleich nur verkabeln. So, was wir noch haben, ist hier, da habe ich so eine von der Bastelplatte so senkrecht gestellt. Da haben wir hier den Schalter, den Safety Switch, den wir ja bei dem Pixhawk brauchen, um dann endgültig armen zu können. Und hier den Buzzer, über den die Signaltöne abgegeben werden. Und was ich noch dran habe, dazu muss ich es rumdrehen. Ist hier unten das USB-RGB-Modul. Das heißt, zum einen habe ich hier einen USB-Anschluss. Ich weiß nicht, ob man sieht. So, da. Das heißt, da kann ich auch den Computer anschließen, genau wie oben am Flugcontroller. Und hier habe ich eine RGB-LED, die mir auch über verschiedene Farben Zustände signalisiert vom Flugcontroller. Das sind die beiden Kabel davon. Der geht zum I2C, der geht zum USB-Anschluss. Sonst habe ich hier unten nichts. Hier ist halt nur der Anschluss für den Akku. Ist auch nicht so ganz einfach. Und jo, drehen wir es mal wieder rum. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an, das Ganze zu verkabeln, soweit wie es jetzt gerade mal geht. Ich muss es halt so weit verkabelt bekommen, dass ich noch in dem Video einfach nur mal den Akku anschließe. Gucken, ob irgendwo was in Rauch aufgeht. Ich hoffe es mal nicht. Und ob zum Beispiel die ESCs und der Flugcontroller alles normal reagiert. Und die Folgedinge. Das heißt also die Kalibrierung, Einstellung vom Mission Planner und so fort. Das kommt dann im Folgevideo. Übrigens habe ich hier, fällt mir gerade ein, der Empfänger hat ja zwei Antennen. Die eine habe ich hier, sieht man es gerade nicht, so, hier am Arm festgeklebt. Die zweite Antenne hängt hier locker runter. Die sollen ja ungefähr 90 Grad Winkel bilden.
Ich lasse es jetzt erstmal so und dann schauen wir mal. Eventuell kann ich das mit dem Kabelbinder noch hier ein bisschen fixieren, dass der dann auch wirklich hier so absteht. Aber es müsste auch erstmal so gehen. Okay, zum Verkabeln hilft es, dass ich mir hier einiges ausgedruckt habe, was ich so gefunden habe für die Anschlüsse am Pixhook. Hier zum Beispiel ist wichtig zu sehen, dass bei dem ESC-Anschluss, also die Motoren, dass sie dann hier an der Seite, kommen wir gleich hin, dass da Signal unten ist, dass man weiß, wie da die Stecker angeschlossen werden. Hier auch die Zuordnung. Wir haben hier zum Beispiel zwei Telemetrie-Anschlüsse, Telemetrie 2, Telemetrie 1, dass wir da auch sehen, dass zum Beispiel der Telemetriesender an Telem 1 angeschlossen wird. Muss man gerade wieder schauen. Genau. Und an Telem 2 würde dann der USD angeschlossen werden. Der braucht ja Daten, die er dann in den Videosignalweg einspeisen kann. So, hier das war ist zum Beispiel wichtig, dass man weiß, zum Beispiel das Kabel von dem PDB, wie das angeschlossen werden muss. Wir haben auch grundsätzlich die ganze Belegung der einzelnen Buchsen auf dem Fluchtcontroller. So, ich habe übrigens auch zwischendurch immer getestet, dass dass er nicht stört, also immer so einen Propeller genommen und immer geschaut, hat er noch freien Weg, dass die also nicht irgendwo anschlägt. So, dann wollen wir hier mal loslegen. Der Telemetriesender, haben wir gesagt, kommt an Telem 1. Mal schauen. Die sehen ja asymmetrisch, die Öffnungen hier. Dementsprechend weiß man, wie das rumkommt. Und es ist immer so, dass der, so wie ich es jetzt habe, die linke Buchse, zoom mal ein bisschen bei, dass immer hier auf der linken Seite Plus ist. Also wenn die Wahl ist, muss da immer das rote Kabel hin. So. Das drin. Mal hier gerade mit dem Switch und mit dem Buzzer weiter. Switch wird hier angeschlossen. Dann haben wir der Buzzer, der kommt hier oben hin. Das ist schon ein 2-poliger Anschluss, ich glaube der einzige hier. So, haben wir den. Dann kommen wir jetzt zum GPS-Anschluss mit dem Kompass. Hier haben wir GPS. So, da haben wir GPS. Das ist der. Das ist das, glaube ich, auch 6-Pol.
Und dann haben wir hier noch, ich setze mal gerade wieder ein bisschen zurück, haben wir hier noch den Anschluss, der geht zum Kompass hier in dem Modul und das kommt hier unten an den I2C-Bus. Na. Auch nicht so das Einfachste, das da immer reinzukriegen. Weil wenn man es wieder rausnimmt, muss man immer daran denken, dass man nicht unbedingt am Kabel zieht, weil die da doch leicht abreißen. So, haben wir das. Das Mini-USD lassen wir mal. Haben wir hier noch die Stromversorgung. Kommt hier zum Power. Die ist also unten dann am PDB angeschlossen. Dann haben wir hier noch die zwei Anschlüsse, die unten von dem LED-Modul kommen. Ich hatte da vorhin markiert. Ja, genau, der mit den zwei Strichen ist der I2C. Das sind nämlich beides 4-Pol-Anschlüsse. Also der kommt hier hin. Und die Buserweiterung selber wird jetzt hier am Original I2C-Bus angeschlossen. Rot ist wieder links. Was. Dann fehlt noch unten von dem Modul der Anschluss an USB. Schauen wir, dass ich den hier durchbekomme, sonst wird es ein bisschen eng. Nochmal hier zur Erinnerung, die Anschlüsse hier, das eine ist 5, das andere ist 12, was genau müsste ich jetzt wieder unten drunter schauen, die werden wir also hauptsächlich für die, denke ich, für die Videotechnik brauchen und für die Kamera. So, das lassen wir jetzt noch, haben wir gesagt, das heißt, ich drehe es ein bisschen, damit man die Motoren und den Empfänger anschließen. Und hier kommen jetzt die interessanten Sachen. Das ist der Empfänger und der kommt hier, wo RC steht. Ne? So. Ich hoffe, dass man sieht. Also, der äußerste Anschluss ist der Empfänger, der S-Bus-Empfänger. Und wir haben gesagt, Signal nach unten, das heißt also weiß nach unten, Ground geht nach oben. Nach dem Muster werden auch jetzt gleich die ganzen Motoren angeschlossen. So. Hier haben wir ja die Motoranschlüsse 1, 2 bis 7, 8. Also man könnte maximal 8 Motoren anschließen und wir fangen jetzt einfach der Reihe nach an. Ich suche mir den raus, den 1er. Und hier ist der 2er. Ich habe ja hier zum Glück meine Punkte drauf gemacht. So, dann kommt der hier dran. Fünf,
3, ja, die können wir dann auch nehmen. Die kommt dann da neben dran. Ist also ein bisschen eng hier. 3. Dann haben wir 4. Nehmen wir 6. Ah, da haben wir jetzt mal den 1er. Der fehlt hier noch auf der Seite. Dann müsste das der 5er sein. Korrekt. So, und schlussendlich dann noch der 6er. Das führe ich mal da drunter durch. So, dann hätten wir die dran. Die 6 Motoren, Empfänger. Das sind ja Ausgänge hier das. Und dann müsste es an sich so weit verkabelt sein, dass man die grundlegenden Einstellungen vornehmen kann. Wirkt etwas unübersichtlich. Also optisch ist jetzt nicht gerade unbedingt das Beste, wie wir es jetzt hier haben. Aber soll es vor allen Dingen mal funktional sein. Ich gucke gerade, ob ich das hier nichts fehlt. Wie gesagt, TLM2, das geht nach, müsste hier rüber gehen. Da muss ich mal irgendwie noch das Kabel suchen oder eins machen. Da habe ich irgendwie kein passendes. Müsste zwar eins dabei gewesen sein bei dem Set, aber das finde ich nicht mehr. Das gefällt mir nicht so ganz. Okay, dann hole ich jetzt mal einen Akku und dann schließen wir den mal an und dann gucken wir mal, was passiert. So, ich habe jetzt hier mal den Akku schon mal beigeholt, der später auch da unten drunter noch befestigt werden muss. Ich weiß noch nicht genau wie, aber da habe ich hier schon mal so eine kleine Schaumstoffplatte drauf geklebt, damit der dann nachher von unten einigermaßen eben dran ist. XT90-Anschluss. Und bevor wir den jetzt hier an den Multicopter anschließen, gehen wir wieder hin und messen mal kurz den Durchgang, ob da kein Kurzschluss ist. Also so was ähnliches wie so ein, wie heißen die, Steam irgendwas. So, einfach hier an die Anschlüsse gehen. Okay, dass er einmal kurz piept, das, ja, das kann mal passieren. Aber ansonsten zeigt also keinen Durchgang an. Also scheint mal nicht offensichtlich ein Kurzschluss da zu sein. So, dann würde ich sagen, kommt der große Moment, dass wir hier mal anschließen. Also, Achtung. Okay, das sieht schon mal gut aus. Blinkt irgendwie.
überall. Da haben wir hier die Leuchtdioden, hier die, mein Telemetriesender leuchtet und blinkt. Gut, der blinkt, weil er jetzt keine Verbindung hat. Fernsteuerung, der Empfänger blinkt auch. Gut, er hat gebunden, ist er, aber gut, ich habe ja den Sender nicht an. Was haben wir noch? Der ist nicht angeschlossen. Genau, der Safety Switch, der leuchtet auch. Und genau, unten die LED von dem Modul. Leuchtet blau, das war es mal zwischendurch gelb. Da muss ich noch nachschauen, was jetzt die unterschiedlichen Farben bedeuten. Ist ja im Grunde genommen leuchtet hier die LED genau wie die untere. Ich habe es jetzt gemacht zum einen, damit ich zwei Möglichkeiten habe, das USB-Kabel anzuschließen. Ich habe es also hier auf der Seite. Aber auch hier, ich gucke mal gerade, ob der sich, na, lässt sich nicht armen, auch unter anderem, weil er kein, mit Sicherheit kein GPS-Signal hier im Keller hat. Okay, das denke ich, ist aber insofern ein Erfolg. Geht nicht den Rauch auf, sind zwar erstmal noch relativ unbekannte Reaktionen. Das heißt, die Grundlage ist geschaffen, um jetzt im nächsten Video die ganzen Kalibrierungen und Einstellungen im Mission Planner vorzunehmen. Das heißt, dann werden wir das Ganze an den Computer anschließen und mal schauen, was wir da alles an Einstellungen vornehmen müssen. So, das haben wir jetzt soweit geschafft. Es blinkt an vielen Stellen. Hinten haben wir auch irgendwie noch was am Blinken. Den Akku muss ich hier so festhalten. Und das ist also unsere Bigtron. Fertig mit den Komponenten ausgestattet. Erstmals mit Spannung versorgt und was jetzt als nächstes kommt, stelle es mal gerade ab, weil es schon allmählich ein bisschen unhandlich ist. So. Und was als nächstes jetzt kommt, ist der Anschluss des Flugcontrollers an den Computer und Kalibrierung und Einstellung über das Programm Mission Planner. Dazu kommt noch die Einstellungen bei der Terranis, also dem Sender. Da steht hier einiges an, und zwar muss hier zum einen der Mehrfachschalter eingestellt werden, mit dem man verschiedene Modi einstellen kann am Flugcontroller. Da haben wir hier ja eine ganze Reihe, als deutlich mehr als zum Beispiel Betaflight. Und auch schauen, ob die Fernsteuerung, die Zuordnung der Kanäle stimmt. Das ist ein bisschen anders, nicht ganz so komfortabel, wie es bei Betaflight oder INF oder sonst was ist. Und Ziel wird dann vom nächsten Video sein, dass wir das Ding zum Armen bekommt und die Motoren laufen lassen, die Drehrichtung der Motoren auch überprüfen, und mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die alle oder ein Teil korrigiert werden müssen. Das geschieht ja dann durch die Veränderung der Anschlüsse an den ESCs. Deshalb haben wir ja hier Steckanschlüsse. Okay, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder mit der Bigtron. Das wird dann Teil 4 sein.
Einstellungen und Kalibrierungen und fertig zum Armen. Also, bis dann. Tschüss.